Ich habe hier oben meine Anbindung an die Schultern. Das hier sind die Labels, die sollten auf der Schulter aufliegen, wenn das Exoskelett richtig sitzt. Hier beginnen die Elastomere. Hier habe ich einen Klettverschluss, mit dem ich das Elastomer anspannen kann und entspannen kann. Das ist eine Grundeinstellung, die ich entsprechend meines Körpers ausrichte, im Gegensatz zu diesem Clip hier, mit dem ich das Exoskelett sozusagen aktivieren oder deaktivieren kann. Wenn der Clip geschlossen ist, verlaufen die Elastomere über meinen Gluteus Maximus und spannen sich, sobald ich mich beuge oder bücke, und entspannen sich, sobald ich mich wieder aufrichte. Wenn ich den Clip hier löse, kann ich die Gurte seitlich an meine Hüfte vorbeiführen und das Elastomer ist so nicht mehr wirksam, weil es eine Abkürzung nimmt, seitlich am Gluteus vorbei. Dieser Teil des Racconi liegt auf dem Oberschenkel auf. Das hier sind die Bänder, mit denen ich an der Wade einen Haltepunkt generiere. Das kann ich für mich so einstellen, dass es bequem anliegt. Und an der Vorderseite ist der große Klettverschluss. Den schließe ich unterhalb der Kniescheibe. Der Hersteller sagt 3 cm. Ich mache immer 2 Finger breit. Hier wäre dann die Kniescheibe. Mir ist wichtig, dass die Klettverschlüsse immer komplett geschlossen sind, auch wenn ich das Exoskelett nicht trage, damit sie einfach länger halten. Wenn sie verschmutzen, ist die Haftung nicht mehr so gut und dann könnte es sein, dass auf Zug auch mal ein Klettverschluss aufgeht. Hier an der Innenseite haben wir die Waschanleitung und die Größenangabe. Hier, wie gesagt, XS. Ich habe einen Klettverschluss, mit dem ich die Brustanbindung enger oder weiter stellen kann. Im angelegten Zustand wird es als am bequemsten beschrieben, wenn die Träger parallel laufen, also nicht schräg nach innen gezogen sind und auch nicht ganz weit nach außen gehen, sondern parallel laufen wie bei einem Rucksack. Mit diesen Klettverschlüssen kann ich einen Gegenzug aufbauen zu den Elastomeren, die hinten dran sind. Auch das mache ich wieder seitengleich. Wenn die Elastomere beim Tragen sehr viel rutschen, das heißt immer wenn ich mich bücke, das Label auf der Schulter nach hinten wandert und der ganze Brustgurt nach oben, dann sind die Bänder zu locker gespannt, dann muss ich sie näher ziehen. Wenn das Elastomer beim Aufrechtstehen im Gegenteil eher nach vorn gezogen wird, ich eine ständige Spannung hinten dran habe, dann muss ich entweder an denen arbeiten oder hier hinten an der Grundspannung des Elastomers. In der Grundspannung sollte das Elastomer locker anliegen, gerade noch so keine Zugspannung haben, nicht flattern, dann kann ich hängen bleiben, sondern einfach nur locker aufliegen, wie es jetzt hier auch auf der Grundfläche aufliegt. Wenn ich die kleinste Größe und die größte Größe vergleiche, sind die Exoskelette fast identisch aufgebaut. Ich entferne mal einen Strang. Hier kommt die Größe XS. In der Größe verändert sind der obere Brustbereich, die Länge dieses grauen Elastomers. Dann kommt ein Bereich, der identisch ist, wenn ich die Klettverschlüsse auch gleich einstelle. Die Länge bis zum Knie ist wieder unterschiedlich und die Beinanbindung ist halbseitig gleich. Dieses Element ist identisch, während auf der anderen Seite eine unterschiedliche Länge vorliegt. Genauso sind die Wadenanbindungen bei XL größer als bei XS. Dann gibt es noch die Größe XL Plus. Unterscheidet sich zunächst überhaupt nicht von XL. Das ist auch das gleiche Modell. Was hier anders ist, dass wir an 4 Stellen eine Verlängerung des Klettverschlusses haben durch solche Elemente. Und zwar ist es links und rechts am Achselgurt und am Wadenband.
Die sind komplett identisch und verlängern den Klettverschluss um 7,5 cm. Zur Lagerung hänge ich das Exoskelett gerne auf einen Kleiderbügel. Dann ist es für mich immer griffbereit, so wie es ist. Wie immer gilt, Wiki weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, wissen wir alle mehr.